Was geht, Leute? Stellt euch vor, wir haben die World Series of Warzone, eins der größten Warzone-Turniere, was es jedes Jahr aufs Neue gibt. Fett gesponsert, fette Preisgelder, fette gestackte Teams, Wochen, monatelang Vorbereitung. Und während alle ihre Gameplays livestreamen, passiert das, was in Apex Legends passiert ist. Während des Turniers werden diverse Profispieler gehackt, so dass während sie im Turnier sind, wo es um tausende Dollar Preisgeld gibt, plötzlich Aimbots haben, Wallhacks haben und ein oder zwei einzelne Hacker, die seit Monaten Apex-Spieler terrorisieren, sich eigentlich mehr oder weniger über EA lustig machen und sagen, ihr könnt uns mal, und alles versauen, was über Wochen und Monate vorbereitet wurde. Und wenn ihr glaubt, dass sowas in COD als erstes passiert, kann ich euch sagen, in Apex ist es gerade passiert und dazu gibt es aus den Streams ein paar Sachen, die wir uns angucken und sprechen wir darüber, wie krass das eigentlich ist. Bevor das aber passiert, möchte euch meine Hündin anscheinend sagen, dass sie gerne Leckerlis hätte und damit sie weiterhin Leckerlis bekommt, ne Bella? Wünscht sie, dass ihr alle ein Abo dalasst. Ist das in Ordnung? Sag mal Hallo. Gibst du mir einen Kuss? Krieg ich einen Kuss? Dankeschön. Danke. Also wenn die Schamoffensive nicht hilft, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, der geilste Aufruf aller Zeiten gewesen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Und wenn ihr die Videos andauernd seht und irgendwie feststellt, dass ihr gar kein Abonnent seid, ist kostenfrei, ist umsonst. Das hier ist die Ingame-Ansicht von Jen Burton. Jen Burton ist einer der Pro-Apex-Gamer, die schon auf diversen LAN-Turnieren, die von EA komplett zentral organisiert waren, wo es unmöglich ist zu cheaten, nur als Hintergrund, und er ist auch nur einer von vielen, die live in dem Turnier gecheatet worden sind. Live vor allen Zuschauern, vor EA. EA wurde lächerlich gemacht, die Spieler, das Anti-Cheat, alles. Und man sieht das hier, Jen Burton bei Destroyer 2009 und Random, Apex Hacking Global Series. Also ihr seht es. Hier gab es dann auch noch die Callouts als Textnachricht, damit auch jeder, der es sieht, Spaß haben kann währenddessen. Und jetzt passt mal auf, wie krass es in der Runde für ihn eigentlich war, als er festgestellt hat, dass er live, während er spielt, gehackt wurde. I'm getting hacked, I'm getting hacked! Falls ihr es nicht gesehen habt, er hat mit einem Schlag plötzlich ESP gehabt, also Wallhack. Er kann die Stats, die Leben, die Rüstung, die Namen von allen Spielern auf der Karte gerade sehen. Während eines Turniers, während eines Fights. Einfach so, von jetzt auf gleich. Can you play the game? Bro, I'm getting hacked. I know, but can you play? Can you play? Yeah, but it's cheating. The fuck? No, sure. I know. What? Like what? No, but is it fucking up your game? Yes, I can see everyone. Like I'm... You need to leave. I didn't leave the game, right? Yeah, I'm leaving. Like what the fuck? Admin's down, Nick. Absolute Ehrenaktion natürlich, dass er, als er realisiert, was da gerade passiert, da jetzt nicht irgendwie noch einen Kill macht oder so, sondern mit den Teammates kommuniziert, Leute, ich werde live gehackt gerade, ich kann nichts machen, und aus der Runde rausgeht. Dieses ganze Thema wurde, nachdem es mehreren Spielern in derselben Runde passiert ist, verschoben und abgebrochen. Es gab aber auch andere Views, da gab es dann in dem Fall kein Wallhack, sondern Auto-Aim und Aimbot plötzlich. Can we shoot height? Yeah, shoot now. They're pushing! Come take the building! Come in, okay. Can we shoot height? Yeah, shoot now! I'm cheating! I'm fucking shit, I got aimbot! I have aimbot! Oh no. You gotta leave the game, bro. The door's locked, tick, break it! I have aimbot right now, I literally have aimbot. Leave the game! They're pushing! Come take the building! Come in, okay. Can we shoot height? Yeah, shoot now! I'm cheating! In dem Moment, wo er die erste Kugel abfeuert und die zweite hinterherkommt, merkt er sofort, dass ihm ein Aimbot-Control installiert wurde. Und das Ganze hat solche Ausmaße angenommen, dass Cheater-Discords und EA-Discord, Apex-Discords, dass alle Menschen miteinander, übereinander diskutieren, wo die Sicherheitslücke ist und wie es dazu eigentlich kommen kann. Und das hier, Leute, ist live vor Tausenden von Zuschauern in einem der berühmtesten, bekanntesten Games überhaupt passiert. Das Hauptproblem beim Anti-Cheat bei Apex ist, dass das Anti-Cheat von EA erlaubt, Remote-Side-Kontrolle während Runden und während der Games zu übernehmen. Was bedeutet, das, was wir uns
wir, also die Cheater, ich habe uns schon mit reingenommen, was wir bei Call of Duty über Engine Owning, über ein separates Programm machen, ist beim Anti-Cheat, wenn man es so nennen darf, nach dem, was wir gesehen haben in so einem Live-Turnier mit tausenden Zuschauern, darf man es so nicht nennen, ist, dass jeder Hacker, der ausreichend Kenntnis hat und nicht mal ein Profi sein muss, per Remote Control mit den Tools, die sozusagen vom Game in das Game integriert sind, tun und machen kann, was er möchte. Und zwar so lange, wie er möchte, ohne dass EA aktuell irgendeine Möglichkeit hat, mit dem Anti-Cheat, mit dem EAC irgendwas dagegen zu tun. Das EAC ist nichts anderes als das Easy Anti-Cheat, wie es auch bei EA genannt wird. Und dazu gibt es auch einen Artikel beim PC-Gamer. Der ist ein bisschen Beweis im Hintergrund, warum auch immer. Ich zeige euch den mal und da gehen wir mal durch. Also es ist wirklich, ich habe das gesehen und dachte erst, ich werde verarscht und das wäre irgendwie so gefaked gewesen. Es ist halt wirklich eiskalt tatsächlich während der Livestreams bei dutzenden Profispielern passiert, während EA und alle Verantwortlichen von Apex einfach zugeguckt haben. Und hier in dem Artikel, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, steht, das Easy Anti-Cheat wäscht seine Hände rein bei dem Hacking-Desaster, dass zahlreiche Accounts im Prinzip gehijackt worden sind. Und da wird gesagt, es gibt keine, also wirklich, es gibt keine Remote-Control-Probleme mit dem Easy Anti-Cheat. Wisst ihr, selbst wenn das Easy Anti-Cheat nicht hauptverantwortlich für so ein Desaster wäre, wenn ich Publisher eines solchen Games wäre und mein Name wäre EA und ich würde jedes Jahr Milliarden verdienen, indem ich Trottel ausnehmen, die in FIFA jeden Tag 5.000 Euro in Karten investieren, die ein Jahr später völlig nutzlos sind, dann würde ich doch ganz, ganz kleine Brötchen backen und absolut dafür sorgen, dass so etwas A, nicht vorkommen darf und wenn doch, nie wieder vorkommen kann. Bei dem ganzen Artikel geht es dann eben darum, dass bei North American Finals, waren ja die Finalspiele der Nordamerika-Meisterschaften, dass die beiden eben gehackt worden sind. Das erste Spiel wurde dann weitergeführt. Das Team von Jen Burton, was dann nur noch zu zweit gespielt hat, ist sogar, ich glaube, Zweiter geworden am Ende, was krass ist. Danach die Runde wurde der andere von TSM, das ist früher ein großer Fortnite-Clan gewesen, mit dem Aimbot betraut. Und das wurde dann abgebrochen, weil man festgestellt hat, das geht so nicht weiter. Meiner Meinung nach hätte man schon nach der ersten Runde sofort abbrechen müssen, aber ist nur persönliche Meinung. Kurz danach gab dann die Anti-Cheat Police Department, das scheint wohl eine Zusammenführung von Leuten zu sein, die aktiv versuchen, gegen Cheat-Software-Provider vorzugehen, haben festgestellt, dass es eben ein RCA, ein Remote Code Execution Problem gab, das heißt Remote Control von einem PC auf dem PC der Streamer. Und dass immer noch etwas fraglich ist, ob das von dem Game selber kommt, den Tools, die das Game bietet, oder ob die Cheater und Hacker sich tatsächlich einfach das Anti-Cheat zunutze gemacht haben, um auf die Accounts und damit auf den PCs Zugriff zu haben. Nach dem ganzen Desaster hat dann das erste Mal seit 2019 Easy Anti-Cheat tatsächlich getwittert und gesagt, wir haben es untersucht, es kann von uns aus kein Problem sein. Was bedeutet, sie schieben es entweder auf die Gamefiles oder auf irgendwas anderes, aber nicht auf das Anti-Cheat. Das Ganze ist deswegen aber ein Problem, weil Remote Control auch in anderen Games schon als Cheat benutzt wurde und irgendwo anscheinend ja die Möglichkeit ist, an allen Barrikaden vorbeizugehen. Die anderen Games sind, und da steht dann hier auch Fortnite, War Thunder, Lost Ark, Elden Ring, Hunt Showdown und noch viele andere. Es ist immer noch unklar, wie das überhaupt möglich war. Es ist immer noch unklar, wer dafür wirklich verantwortlich ist, also wer in diesen zwei Spacken sitzt, die sich da seit Monaten mit Apex-Spielern einen Spaß gönnen. Und es ist immer noch unklar, ob von EA hier noch irgendwas geschieht oder ob das Ganze einfach so akzeptiert wird und man sagt, hoffentlich passiert es einfach nicht nochmal. Ich will ehrlich sein, Leute, es ist so weit gekommen, dass solche abgefragten Hurensöhne, die zu Hause mit ihren fetten Bierbäuchen sitzen, ihrem pickeligen Gesicht und ihren 14 Jahren nichts anderes zu tun haben, als Games, Communities, Streams und sonst was zu unterbrechen, kaputt zu machen. Und es ist ja auch nicht nur ein Game, was man dann nicht zu Ende spielen konnte. Es ging um Preisgeld, Sponsorgeld, es ging um Zuschauer, es ging um Spieler, es ging um Reputation. Und wenn man per Remote Control die Möglichkeit hat, in einem Live-Turnier auf dem Rechner eines anderen Software zu installieren, Cheat-Software, ist man genauso in der Lage, Ransom-Software, Viren, Trojaner und sonstige Sachen auf jeden Rechner zu installieren, der irgendwie sich online mit Apex Legends verbindet. Und wenn das bei Apex funktioniert, und wir kennen ja unser Ricochet Anti-Cheat bei COD, garantiere ich euch, dass genau das gleiche auch bei Call of Duty passieren kann. Aktuell sagen viele Apex-Spieler, sie warnen ihre Zuschauer davor, Apex über den PC zu spielen.
Ich will ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, ob jetzt eine Woche nach diesem Vorfall das die Lösung sein sollte oder ob EA nicht tatsächlich von den Milliarden, auf denen sie sitzen, Geld in die Hand nehmen sollte, um solche Dinge unmöglich zu machen. Ich will ehrlich sein, ich fand es absolut krass, als ich es gesehen habe. Und bekannt sind zwei Spieler, bei denen das passiert ist, was wir eben gesehen haben. Es soll aber noch mehr geben. Ich hoffe ernsthaft, dass da irgendwas langsam geschieht, weil das, wofür man früher mal eine Konsole und einen PC angemacht hat, ist ja mittlerweile was ganz anderes. Mittlerweile muss man ja, egal was man macht, Angst haben, dass man geshadowbannt wird, gebannt wird, dass plötzlich irgendeiner cheatet, dass man weggecheatet wird, dass auf einen eigenen Rechner, auf meinem eigenen Rechner irgendjemand Zugriff erlangt, der das nicht soll, Daten ausspäht, Kontodaten ausspäht, WhatsApp-Verläufe und ich weiß nicht was. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, gerade wenn ihr die Apex-Szene schon länger verfolgt, ob ihr Ähnliches vielleicht schon auch in den Public Games festgestellt habt. Ich finde, das hier ist ein richtig neues Level, was wir so auch noch nicht hatten. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Wir sehen uns.